Einen wunderschönen guten Abend. Heute ist der 9. Dezember. Das ist Ihr täglicher Nachrichtenhappen. Und heute geht es um Corona-Impfungen in Schwaben, die Bayerischen Alpen. Und am Ende habe ich noch zwei Kopfschüttel-Polizeimeldungen für Sie. Der Nachrichtenhappen mit Lara von Dohlen. In Ulm entsteht ja eines der ganz großen Impfzentren in Baden-Württemberg. Und wir haben mal einen Blick rübergeworfen. Und es ist ziemlich weit. Die 150 Mitarbeiter dafür sind schon gefunden, einen Testlauf hat es auch schon gegeben und schon morgen soll es fertig sein. Dann könnte der Betrieb in den Hallen 5 und 6 zumindest theoretisch losgehen. Das wären dann 4 Schritte bis zum Impfen, registrieren, dann den Erklärfilm schauen, dann mit dem Arzt sprechen und dann die Spritze. Alles, was dann noch fehlt, ist der Impfstoff. Der ist ja in der EU noch nicht zugelassen und wird im Moment noch geprüft. Die Impfzentren in den einzelnen Kreisen stehen auch schon im Großen und Ganzen fest. Im Kreis Neu-Ulm ist eines der Zentren im Wiley, im Alb-Donau-Kreis in Ehingen. Und der Kreis Günzburg hat seine Standorte heute bekannt gemacht. Dazu Landrat Hans Reichert. Es werden 2 Impfzentren sein, eines in Günzburg und eines in Krümbach. In Krümbach im Pfarrzentrum St. Michael und in Günzburg im Verwaltungsgebäude auf dem Peri-Gelände, also direkt an der Autobahn. Wir sind am 15. Dezember bereit, wir können dort anfangen. Und es hängt dann einfach davon ab, sobald der Impfstoff da ist, sobald er auch dann verteilt wird und vor allem sobald auch klar ist, wer tatsächlich in welcher Reihenfolge geimpft werden kann. Wir können anfangen und jetzt liegt es bei anderen, das dementsprechend möglich zu machen. Und das kann man wahrscheinlich nicht oft genug sagen, das Impfen ist freiwillig. In Großbritannien läuft die Impfung seit gestern und von dort ist jetzt schon bekannt, dass sich Menschen, die starke Allergien haben, erstmal nicht impfen lassen sollen. 2 Mitarbeiter beim Nationalen Gesundheitsdienst hatten nämlich Reaktionen gezeigt, beiden geht's aber schon wieder besser. Der Deutsche Alpenverein ist besorgt, weil nämlich alle Skigebiete in den Bayerischen Alpen dieses Jahr dicht sind, rechnet der Verein mit einem noch stärkeren Boom an Ski- und Schneeschuhtouren. Dafür muss man sich aber richtig gut auskennen und dieses Jahr ist es natürlich besonders heikel. Es gibt keine Pistenpatrouillen, Pisten werden nicht präpariert und es herrscht natürlich Lawinengefahr. Dazu Thomas Bucher vom Deutschen Alpenverein. Wenn Sie momentan außerhalb der Täler in die Berge gehen, ist alles ungesichertes Gelände. Das muss man erstmal wissen. Auch ein Skigebiet, das geschlossen ist, ist nicht gesichert. Wenn Sie außerhalb von Skigebieten unterwegs sind, gilt das Ganze natürlich nochmal doppelt. Da ist alles nochmal ein Stück wilder und das muss sich jeder und jede vor Augen führen, wenn Sie in den Bergen unterwegs sind. Deswegen unser Tipp Nummer 1, nicht einfach drauf losgehen, sondern wenn schon momentan nicht anders möglich, mit erfahrenen Freundinnen oder Freunden unterwegs sein. Die Infokampagne Winterfun, die eigentlich heute hätte beginnen sollen, wurde wegen der aktuellen Lage abgesagt. Nächste Woche startet dann eine angepasste Kampagne und wenn Sie auch vorhaben, über die Feiertage oder sonst auch diesen Winter zum Tourenfahren in die Berge zu gehen, dann sollten Sie sich diese Tipps auch unbedingt zu Herzen nehmen. Wichtig ist laut dem Deutschen Alpenverein, sich vorher den Bergbericht genau anzuschauen und sich nicht zu überschätzen. Und? Wir haben ja auch eine wirklich schwierige Infektionslage und deswegen ist es einerseits natürlich gut, Sport an der frischen Luft zu machen und es ist sicher auch gut, mal in die Berge zu fahren. Es ist auf der anderen Seite aber auch gut, ein bisschen mehr zu verzichten, als es in normalen Jahren der Fall ist. Also quasi ein klarer Appell, sich selber gut zu überlegen, was mache ich, was kann ich verantwortungsvoll tun und wo kann ich auch den entsprechenden Abstand einhalten, damit ich halt einfach nicht zum Infektionsgeschehen beitrage. Also passen Sie auf sich und auf andere auf. Der Nachrichtenhappen, der Aufreger des Tages. Da habe ich heute 2 kuriose Polizeimeldungen für Sie. Die erste: In Geislingen hat jemand bis zu 200 Weihnachtsbäume gestohlen. Die Nordmann-Tannen, die lagerten auf einem umzäunten Parkplatz und sie sollten natürlich verkauft werden. Die Diebe haben sogar die Packmaschine mitgenommen. Der Schaden wird auf mehrere tausend Euro geschätzt. Die Polizei ermittelt und sucht jetzt Zeugen. Dann noch Kopfschüttelalarm in Riedlingen. Dort haben Polizisten nämlich gestern Abend einen riesigen Müllhaufen gefunden, der nicht beseitigt worden ist. Also Flaschenmüll, das ganze Programm. Und mittendrin ein Geldbeutel mit Ausweis. Der gehört einem 17-Jährigen, der den da wohl verloren hat. Mein Gott, stellen Sie sich mal vor, wie sein Gesicht ausgesehen hat, als er gemerkt hat, dass der Geldbeutel noch dort ist. Haben Sie einen schönen Feierabend und machen Sie nicht so einen Blödsinn wie der junge Mann. Wir hören uns dann morgen wieder. Bis dann.